Und damit willkommen zurück bei den Liquidatoren. Wir sollen jetzt unsere Freundin da unten treffen, die so überraschenderweise aufgetaucht ist. Ah, gucken wir mal. Ich will nichts sagen, aber du stehst in der Wolke drin. Wird schon passen. Mal sehen. Hallo, Serioja. It's a shame you're meeting under such circumstances. Lately, circumstances aren't too rosy. True. What the heck happened here? In the next room, there is a man showing signs of radiation sickness. And that's in full swing. He must have been exposed to a hefty dose for quite some time. That's why I sent the village head for you. You know, I should report this to the higher-ups. I know, but please don't do that. They swept this under the rug. And we have to find out what really happened. Ja, ich dachte, das wäre eigentlich irgendwie klar. Wenn sie den Fall des bestrahlten Mannes ihres Vorgesetzten. Nee, sollte man irgendwie ja schon. How about this man and his wife? Don't they deserve justice? What justice? It's already too late for it. Don't you care that he will end up in unmarked grave? And she will be taken to Siberia? Maybe it would be better if they threw me into an unmarked grave and took my family to Siberia. That's not what I meant. I have to think about my son, my folks. I will not be a pawn of the secret police. You will do as you see fit. Können wir... Hello, Stjopo. What have you done to get yourself in such a mess? Don't know, officer. Where have you been for the last few days? Have you left the village? No. Only here, around Chimney. Have you been somewhere more often than usual? Remember, it's very... In a forest, behind the cottage. Oh, stimmt ja, die Pilze nehmen das ja extrem auf. Since when have you been going there? For the past few days. And why didn't you just admit that you're not feeling well? At first, I thought I had confused a mold mushroom with a false mold mushroom, and that I had got poisoned, which explained the pain. Oh, Stjopo, Stjopo. Officer? What will happen to me? Take it easy, Stjopo. One lady from the institute in Moscow came. I am sure she can handle it. Oh, lie down and rest. Okay, das Wasser nehme ich jetzt mal nicht weg. Naja, das mache ich jetzt mal nicht. Das ist ein bisschen zu herzlos. Aber ich glaube, das wird das Maximale sein, was wir hier auf Drama erleben werden. Okay, einmal darauf. I volunteered and already regretted. So, was sollen wir jetzt machen? Sergeant Sergei Alexandrovich Buryatov speaking. Get me through to Major Tupin. Major Tupin, what it's all about? We've got a problem. One of the locals got a huge dose of radiation. What does it mean, huge? Acute radiation sickness. I'll give him a few days. Do you know how this happened? He probably walked into a contaminated area somewhere around his place. So you go back to the house of this ill guy, check the area with the dosimeter, and report back to me with the results. Got it? Yes, Major. Comrade Major, don't forget yourself, Buryatov. Over and out. Okay, finde die Strahlungszone. Wir haben ja Gott sei Dank einen Marker. Also ich würde mal sagen, das ist die Strahlungszone. Das war's. Ja, okay. Ja, dann. Dann gehen wir halt wieder. Hm.
denn eigentlich wieder ins Kernkraftwerk? I volunteered and already regretted. Buryatov speaking. Give me Major Tupin. Report, Sergeant. Behind the house there is a zone of high radiation. Damn dangerous. Is it possible that he has picked up this bloody thing there? Yes, I assume so. It seems like someone has been recently picking mushrooms and berries there. That explains a lot. Is anyone else showing symptoms? I do not know about that. I understand. Now, go to the soldiers at the military checkpoint and tell them to contact me. And what about that contamination zone? After talking to the soldiers, you will go and mark it. Once you're done, return to the headquarters and wait for further orders. Got it? Yes, Comrade Major. Well, get to work, Buryatov. Over and out. Okay, also der Text passt zum Beispiel gar nicht. Sprich mit den Soldaten am Kontrollpunkt. Welcher Kontrollpunkt? Ach, da hinten. Da ist ein bisschen Strahlung, da gehe ich vielleicht nicht runter. Gott sei Dank sieht man die Strahlung hier. Oh, wo ist noch eine Stelle? Ah, kann ich nicht mitnehmen. Ach, da wo wir gestartet sind. Oh, da hängt was. Die Gesichter der alten Bauern glichen Ikonen. Sie verstanden am wenigsten von dem, was geschehen war. Sie hatten ihr Gehöft, ihr Land nie aufgegeben. Sie waren auf dieser Welt gekommen, um zu leben, ihr tägliches Brot im Schweiße ihres Angesichts zu verdienen und ihr Erbe fortzuführen. Mit der Hoffnung, ihre Enkelkinder zu sehen. Und wenn sie ihr Leben gelebt hatten, verließen sie demütig diese Erde, kehrten zu ihr zurück und wurden eins mit ihr. Viktor Lauten, Fotograf. Moin. You are ordered to contact Major Tupin. Head to the headquarters as quickly as possible and call him on the radio. Yes, Captain. Do it. Right away. Ja, okay. Und wieder Gebiet markieren da hinten. Jetzt haben wir das nicht gleich gemacht. Aber gut. Einmal das hier. Okay, das wäre Nummer 1. Ja, ich würde das Haus gleich mit dazu nehmen. Okay. Das war ein bisschen zu viel. Hier noch. So, das wäre markiert fürs Erste. Was macht die Gesundheit? Ah, nicht so gut. Habe ich irgendwas, um das runterzukriegen? Nee, kein Blut leider. Guck mal, haben wir hier irgendwo Jodtabletten? Alles mal mitnehmen. Ist das Jod? Yes! Tupin wants to talk to you. I think this is urgent. Sure, thanks. Und mal wieder mit ihm quatschen. Died upon hearing about the evacuation. They say she had a stroke. Sergeant Buryatov speaking. Connect me with Major Tupin. Buryatov? I assume the zone is marked. That's right, Comrade Major. Great. Now, I want you to go to the village head and let him know that no one can find out about this whole incident. Got it? Yes, sir.
And what if he doesn't want to cooperate? You have a free hand. Do as you see fit, as long as the matter is swept under the rug. Oh, so offensichtlich, ne? Later, go and clean up the sick guy's place, so that there's no trace of contamination. Really? Over and out. Wo ist er hin? Ja, jetzt ist er auf einmal wieder da oben. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber ja. Moin. Hello, Anatoly Vladimirovich. Hi, hi. What about Stiopa? Did you manage to sort it out somehow? You see, Anatoly Vladimirovich, it would be best if you forgot about the whole thing with Stiopa. How's that? As if it never happened. You understand? Not really. For your own good and that of your family, remember that Stiopa and his wife were evacuated with the rest of the residents. Unless you want some sad gentleman to explain it to you. No, God forbid. I understand everything now. Stiopa and his wife left, and that's it. I don't know anything more. All right. Much better. Keep your mouth shut, and everything will be just fine. Sure thing, Comrade Sergeant. Aber ganz ehrlich, ich habe sie wirklich geglaubt, sie können damit alles vertuschen, bei so einem Major Incident, dass es dann keine Strahlentode gibt. I volunteered. So wirklich logisch ist es ja nicht. Man sagt mir jetzt nicht, ich muss mal schießen oder sowas. Okay, Ausdauer. Ist klar. Was ist das Splitting? EZK-Bürste, Sprinkler. Ja, und das Ding geht mal crazy. Wir standen da drin. Okay, einmal hier noch. Und hier. Ja gut, das war was. Erstmal alles mitnehmen. Okay, ich guess das war's im Generellen. Dann sind wir wieder hier. Okay, unsere Abzeichen. Kann ich jetzt mit dem Inventar hier irgendwas anstellen? Nee. Weiß nicht, ich bin jetzt so wirklich überzeugt. How are you holding up? This is not my cup of tea. What are you talking about? If it weren't for your composure, I don't know what would have happened. Nothing went as I wanted. It was supposed to be quick and efficient, but it's not worth talking. Did we manage to evacuate the village? Yes. So what are you talking about? What do you mean, what am I talking about? I couldn't get along with the locals. The guys in the platoons are tense. It's a miracle they didn't start shooting. It was because you had control over the situation. And that old guy who wandered into the radiation field? We had no control over that. He had gone mushroom picking before we even arrived. With the dose he took, there was no chance of survival. I mean, sure, but it could have been done better. Man, none of us was prepared for this. They took us straight from the streets and sent us here without any training to clean up the mess for them. And after that, you're mad at yourself? You know, it's not like that. So what is it like? Maybe you want to defend the party now. I have long since given up any illusions about the comrades from the Kremlin. We don't matter to them. I won't defend the party. After a few weeks in the zone, I figured out that they don't really care about us. Oh, I guess it's the first time my friend Oleg admits I am right. Let it go, dude. I've had enough of getting screwed over lately. I don't need more like you nagging at me. Sure. I'm just glad that you don't have blinders on anymore.
that you've recovered from ideological balloony. And who said I recovered? I still believe in socialism, but not in this form. The party just warped his thinking. Ah, Oleg, Oleg. You're a real diehard. What can I do? How's Nadia? How did she handle the whole situation? She puts on a brave face, but I can see that the old man's death and all this commotion have really affected her. Yeah, she'll be fine. From what I've seen of her, she's a tough gal. I mean, I'm still a little worried about her. It's natural, everyone worries about their loved ones. By the way, have you heard any news from home? Yes. My family is okay. Kids are in the countryside at grandma's, and my sweetheart sits at work from morning till night. They're having some sort of audit at the plant or something. And how about yours? I just wanted to write to Fietka. So? I won't bother you more. Sure. Okay. Können wir eigentlich direkt weitermachen? Ja, I guess nein. Ja, ich weiß, wie das geht. Liebster Papa, Sie haben mir gesagt, dass ich nach den Ferien die Schule wechseln muss. Dass ich nicht mehr auf meine alte Okay. Hat's wieder keine Musik. Ich werde versuchen, da was runterzulegen im Post-Edit. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was uns die Szenen da sagen wollten. Außer, dass vermutlich jetzt entdeckt worden ist, dass sich die Strahlung ausbreitet. Okay. Ja, Tom, du wirst zur Spezialeinheit Duga 1 geschickt. Zurzeit wird die Anlage vom militärischen Nachrichtendienst GRU kontrolliert, der in Qualität und Anzahl unbekannt ist. Deine Hauptaufgabe wird es sein, die Basis zu infiltrieren und die Radantenne über den Horizont auszuschalten. Außerdem solltest du Informationen über das Team sammeln, das die Geräte in der Anlage bedient. Wir haben den Kontakt zu ihnen verloren. Aufgrund der geheimen Natur der Operation solltest du nach dem Betreten des Duga 1-Gebiets besonders vorsichtig sein und Konfrontationen um jeden Preis zu vermeiden. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, unentdeckt zu bleiben, bis du das Gelände verlässt. Dieser Notiz legt einen handgeschriebenen Lageplan der Anlage und einen Passierschein bei, den du beim Militärposten am Haupttor vorlegen musst. Die Wachenheit ist sich der Situation nicht bewusst. Du solltest keine Einmischung jederseits befürchten. Was ist hier los? Okay. Jetzt wird's spannend. Sergeant Sergei Alexandrovich Buryatov requests permission to enter the premises. Got the pass? Obviously, Comrade Warrant Officer. Sergeant Sergei Alexandrovich Buryatov, correct? Yes, Comrade, a warrant officer. Did Major Tupin send you? Yes, Comrade, warrant officer. Yeah, let him in. Okay. Ich soll...
Wenn mir so im Duga-Komplex ist, ist keine offizielle Aufgabe. Die Atmosphäre in der Einheit ist angespannt, also versuche keine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Wenn du den GRU-Soldaten so nahe kommst, könnte das ihre Aufmerksamkeit erregen. In der unteren linken Ecke des Bildschirms fühlt sich ein Symbol, das über die Aufmerksamkeit der Wachen informiert. Wenn das Symbol vollständig aufgefüllt ist, wirst du bemerkt. Aha. Keine Ahnung, ich glaube, ich mache da mal ein Foto. Schon mal einer. Soll ich schleichen? Das sind zwei. Hey, I'm reading a cool book. About what? About a Lilliput who goes on the adventure to throw a magic ring into a volcano. That doesn't really sound interesting. Well, there's a Geroi there. His name is Aragorn. Ja, natürlich. Ich hab nur die. Ah, hier war ein Sprinkler mit. Das bemerkt keiner, dass ich da. Ach nee, jetzt muss ich da schleichen mit Sauer machen. Auch noch weg. Hä? Wo war denn da jemand? Okay, ich darf nicht stehen. Oh, ich sehe halt keinen. So, ich mache da mal alles sauber hier. Ja, geil, ich muss wieder finden. Oh, weg mit euch. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Was macht die Strahlung? Ja. Moment, hab ich. Ach, shit. Ich umgehe es jetzt einfach. Bemerkt in der Kommandozentrale. Ich gehe einfach durch. Das Licht anmachen, Problem? Scheint nicht so. Okay. Wieso machen wir den ganzen Scheiß? Sowas wie Patrouillen hier unterwegs oder stehen hier nur alle doof rum? Yeah. Jetzt gedacht, da wäre jetzt ein bisschen mehr los. Ich will es ja geil finden, wenn wir ein bisschen Jod finden. Irgendwo. Soldaten? Nee. Wir schauen mal, ob wir bei dem Auto irgendwas finden. Nö. Ich bin nur einfach so in der Hocke, denkt euch nichts. Was eine Sicherheitsanlage, wenn ich einfach mal so reinkomme.
Gut, aber ich glaube, das Team hinter dem Spiel ist jetzt auch nicht das Größte. Soldaten? Nee. Hauptsache, ich laufe da einfach mal ins Flutlicht rein. Ich vermute mal, das Spiel prüft nur, ob ich in der Hocke bin oder nicht. Sollte ich da reingehen? Warte mal, ich tue mal kurz speichern. Holy shit. Ernst jetzt? Kannst mir doch nicht erzählen, dass der mich jetzt nicht gesehen hat. Also es laufen hier Leute rum. Ah. Okay, jetzt kommen auch diese Zonen noch mit dazu. Okay, also ein bisschen aufpassen muss ich. So ganz klein bisschen. Oh, das ist die Hauptanlage. Ich gehe mal nach... Was, von wo? Nee, wie denn? Na, okay. Probieren wir das halt nochmal. Auf der Suche nach dem Licht. Gut, dass ich da hinten gespeichert hatte. Nochmal von da hinten. So, wie komme ich jetzt da hinten rein? Da läuft er. Okay, ich bleib hinterm Baum. Ach so, hat er mich gesehen. Okay. So, also unserer linken Seite ist alles verstrahlt. Da unten läuft wieder einer. Dosimeter. Kennst mit. Strahlung. Naja. Ich erkenne halt gar nichts da hinten. Aber da war einer irgendwo. Ich tue mal ganz kurz speichern.
Ja, haben wir es bald geschafft. Da hinten ist wieder einer. Schnell noch rein. Holy shit. Wollen wir die Tür wieder zumachen? Ja, dann machen wir hier mal wieder sauber. Aber heißt es, es ist da kein Gegner hier drin? Oh, kannst du weggehen? Danke. Ah, der sieht nach einem Brief oder so aus, wieder zum Lesen. Jetzt komm, geht's mal weg hier. Wenn du jemals zurückkommen willst, ich habe den Code für den Dienstraum geändert. Du findest ihn im Lager. Schau nach Obers Bergerin. Ah ja, geil. Komm. Geh weg. Ja, ich konnte schon wieder pumpen. Okay, ist weg. Geil. Gut, das ist weg. I guess. Ich muss nicht alles wegmachen. Mein Aufzug wird nichts. Finde die Code und erkunde das Dienstzimmer. Ich. Holy shit, was ist mit den Frames jetzt los? From the note, it appears that the code to the guard room should be in the storage room. Okay. Lass mal den Weg hier freispritzen. Komm, weg mit euch. Okay, einmal wieder pumpen. Kann ich mich da irgendwie durchschleichen? Na, ich glaube, ich möchte das hier. Nein, 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 nein. Behalt's mal. Mach das mal weg. Hallo? Ja. Ich glaube, es ist weg. Oh, ich hoffe immer sehr, das lohnt sich für uns. So. Ach, natürlich. Da sind ja noch die Sachen am Boden. Okay, wir brauchen mal die Powerbürste, die wir ja auf einer Schleichmission einfach so mit haben. Schön sauber machen.
jetzt? Achso, ich bin jetzt da hinten rein, okay. Was ist mit den Frames los? Gut. Och nee, ja gut. Oh, bitte sag Jod und so. Wo ist dieser Raum? Hä? Ich dachte halt, ich hätte... Das war's dann wohl nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Oh, da liegt noch was. Das ist doch nichts. Hä, ich weiß doch jetzt nicht, was da cool ist. Komme ich denn da wieder weg? Was sagt der Journal? Erreiche das Dienstzimmer auf der Suche nach Licht. Finde den Code und erkunde das Dienstzimmer. Ich habe den Code nicht gefunden. One day, bla bla bla. Das ist auch nicht. Küssgegenstände. Lol. Das heißt, der Code ist im Lager, aber da war doch kein Code. Oder hätte ich da auf dieses Poster da irgendwie hinschauen müssen? Ah, 2604. Okay. Danke, Spiel, dass du es nicht im Journal irgendwo reingeschrieben hast. So. Also, 2604. Alter. Okay. Nehmen wir mit. Sonst noch irgendwelche Goodies hier? Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Moment, soll ich wieder rausgehen? Finde die Tür, zu der der Schlüssel passt. Ja, toll. Ja, safe vielleicht? Nö. Was steht da jetzt? Erforscht das Büro und führt sie nützliche Hinweise. Wodka. Schau mal, Hinweis Nummer 1. Noch mehr Wodka. Boah, diese Uraltrechner wären jetzt ein bisschen was wert. Wenn sie denn alle funktionieren würden und nicht verstrahlt wären. Ich schon, dass er es ist, der mich führt. Diese Stimmen, sie kommen nicht aus dem Nichts. Träume sind auch von ihm. Heute hat mich ein Traum wachgerüttelt. Ich wachte schweißgebadet auf. Ich träumte von Schwertern. Es waren 9 Stück. Sie hängen über mir. Ich weiß, was das bedeutet. Meine Oma war eine Wahrsagerin. Sie hat immer Karten gelesen. Das ist eine Botschaft. Was soll ich tun? Ich muss ihn beschützen.
denn seine Energien werden alle in Ordnung bringen. Seine Energien sprechen zu mir. Ich habe einen Plan. Ich werde die Generatoren abschalten und den Code ändern. Nein. Und was, wenn ich es vergesse? Dann vergesse ich den Code und er hört mit mir auf zu sprechen. Ja, ich werde den Code an die Wand malen, aber so, dass nur ich ihn verstehe. Genau wie Omas Karten. Tarot Cards, the witch. I think okay. I know what to look for. Also müssen wir so Tarotkarten finden. Ja, da komme ich schlecht vorbei. Komme ich da so durch? Hier drin? An der Wand hat's geheißen. There should be some digit around here. Digit? Also ich sehe keine Zahl. Ach doch, da. Die Zahl Nummer 6. Ich hole mal schnell mein Handy und schreibe mir das mal auf. Samsung, Notizen bitte. Notizen. Neu. Leuchtturm 6. Okay. Ja, wobei. Gucken wir eher Schornstein. Leuchtturm Schornstein 6. Passt. Die anderen sind da hinten. Gut. Ich hole mal die, was weiter weg sind. Wait, in dem Raum hier drin? Ah, da. Ist wieder eine 6. Okay. Hängen. 6. Passt. Weg. Komm, geh jetzt weg. Kann doch nicht sein. Gut. Weißt du was, dich mache ich jetzt auch mal weg. Nicht immer so lange dauern würde. Das zählt ja nicht, ne? Da ist keine Karte. Wo haben wir so eine Tarotkarte? Das ist ein Bild. Da hinten. War ja klar. Weg, machen wir dich noch. Sehr gut, und das hier. Ja, klar, wird man wieder leer. So, schon wieder eine 6. Warte mal. Ich werde es mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass es immer nur die 6 ist. Okay. 666.
Save. Oder noch ein Ding hier drin. Ach da. Das ist die 5. Mit dem Code 5666. Jetzt steht's da. Wow. Ja, komm ich da einfach vorbei. Yes. Okay, mach mal auf. I have all the digits. Now, just enter them in the correct order. Und auch. Finde den Hauptschalter für die Generatoren. Was auch für eine Kabel und so. Hauptschalter? Hauptschalter, wo? Ach da. Ich sehe absolut null. Internes Memo, heute um 10.23 Uhr ist der Aufzug im Hauptgebäude ausgefallen. In der Einstimmung mit der Sicherheits- und Brandschutzverordnung Nummer irgendwas wurde der Aufzugschacht verschlossen, bis die Störung behoben ist. Der Schlüssel wurde dem Chefingenieur Wasetsch irgendwas ausgehändigt, der den technischen Zustand der Geräte und Maschinen überwacht. Der Schlüssel befindet sich im Büro des Chefingenieurs im technischen Gebäude. Ja, toll. Jens, nehmen wir an. Okay, haben wir einen Rambo. Nice. Was soll ich jetzt bitte machen? Ach da. Probably off to the technical building. I guess this was. Yay, wir haben endlich wieder Licht. Und keiner der Soldaten wundert es, die draußen rumgehen. Oh, wir müssen draußen zum Technikraum gehen. Okay, ich würde sagen, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Episode. Die geht schon wieder lang. Endlich kommt noch ein bisschen Tiefe rein, aber so ganz ernst nehmen kann es gerade nicht, was hier so passiert. Aber ja, es ist wenigstens Abwechslung. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server, Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.